Liebe Zuschauer, nicht nur Wismar TV ist preisgekrönt. Ich melde mich jetzt hier mal wieder im Auftrag der Volks- und Raiffeisenbank hier vor Ort, der VA Bank Mecklenburg. Und bei mir ist Frau Grummel, zu der komme ich gleich, und Susanne Bentin von der VR Bank hier vor Ort. Frau Bentin, wir wollen heute etwas vorstellen, richtig? Genau, wir stellen heute Sterne des Sports vor, und zwar ist das eine Auszeichnung für Sportvereine. Das ist richtig soweit, und die gibt es auch schon ziemlich lange. Und diese Auszeichnung, die ist eben dreigestaffelt, kann man sagen. Das hier ist ein Stern des Sports in Bronze. Den gibt es hier vor Ort in der ersten Runde. Genau. Der Gewinner der ersten Runde, der zieht dann weiter auf Landesebene. Da gibt es den Silbernen. Und wenn man dann auf Bundesebene gewinnt, dann gibt es sogar noch einen Goldenen. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern Sportvereine sind natürlich auch mal ein bisschen knapp bei Kasse. Es geht vor allen Dingen auch um Geld für die Vereinskasse. Genau, das können schon mal 1.000 Euro sein, je nach Platzierung. Wir unterstützen gerne vor Ort und geben gerne das Geld weiter, was natürlich bei den Vereinen nicht so locker sitzt. Das gehört natürlich bei einer Bank vor Ort auch dazu. Und natürlich geht es auch darum, auch besonders schöne Sportprojekte auszuzeichnen, wie man sich bewerben kann. Da kommen wir gleich noch zu. Aber hier habe ich erstmal eine Gewinnerin aus dem letzten Jahr. Also nicht Frau Grummel persönlich, sondern die DLRG Wismar. Die hat letztes Jahr diesen hier gewonnen. Das ist nämlich ihrer. Den haben Sie freundlicherweise mitgebracht. Mit was für einem Projekt denn? Unser Projekt hieß Schwimmen, Retten und noch viel mehr und zeigte die Vielfalt in unserem Vereinsleben. In der DLRG Wismar. Schön. Und damit haben Sie eben den ersten Platz geholt. Und dadurch, das heißt, es ging dann weiter auf Landesebene um den Silbernen. Wie war das denn und wie haben Sie da abgeschnitten? Wir haben dort den zweiten Platz dann letztendlich belegt. Wir sind nach Rostock gefahren, hatten dort eine Präsentationsveranstaltung, durften noch einmal unser Projekt vorstellen. Und dann gab es schon auch den Preis Nummer 2. Oh, das heißt, auf Bundesebene ging es dann nicht mehr? Nein, da durften wir nicht hin. Na, vielleicht treffen Sie ja nächstes Mal Frau Merkel, wenn Sie sich dann wieder bewerben. Zum Thema Bewerben, da gehen wir jetzt nochmal rüber nach rechts. Frau Bentin, wenn jetzt sich ein Verein um diese Sterne des Sports bewerben möchte, von wann bis wann kann er das? Die Bewerbungsfrist läuft ja schon. Und wie funktioniert das? Genau, wir bitten jetzt alle Vereine, sich zu bewerben bis 30.06. Das geht online und zwar auf unserer Internetseite. Wie hier hinten auch zu sehen ist. Genau, vrbankmecklenburg.de/Sterne des Sports mit Bindestrichen. Genau, und dort gibt es verschiedene Rubriken, die bitte auszufüllen sind. Da geht es ganz einfach darum, wo ist der Verein angesiedelt, welche Projekte möchte er damit gerne gefördert haben durch Sterne des Sports. Und wir achten da natürlich halt auch drauf, dass dieses soziale Engagement, was man vielleicht nicht immer in Geld aufwerten kann, dann auch mal mit einem warmen Geldsegen belohnt wird. Belohnt wird, genau. Ausgezeichnet, also Sterne des Sports, liebe Zuschauer, liebe Vereine, viele von Ihnen kennen es schon. Wer es nicht kannte oder jetzt gedacht hat, ach, das geht schon wieder los, dann müssen wir uns schnell bewerben, schnell Bewerbungsunterlagen online ausfüllen und dann haben auch Sie die Chance auf so einen schönen Stern in Bronze, Silber oder vielleicht sogar Gold. Ich gebe den mal zurück, Frau Grummel. Okay. Und sag auch schon mal viel Glück für dieses Jahr. Dankeschön, das hoffen wir. Ich drücke die Daumen. Und wer dann am Ende gewinnt, Frau Bentin, da laden Sie uns ja zur Preisverleihung ein. Und das erfahren Sie dann auf Wismar TV. Vielen Dank. Genau, da freue ich mich heute schon drauf.